Hallo, Taritara, Taroskop, Kalenderwoche 29. Die Kelche sind los und zwar in der Überzahl. Wir haben für die kommende Woche zwei Kelchkarten, die Königin der Kelche und die 10 der Kelche im Schlepptau. Das bedeutet eine Überdosis an Gefühl. Wir hängen so ein bisschen wie die Junkies an der Nadel der Liebe und lassen uns erfüllen und auffüllen. Und der Verstand hat mal so ein bisschen Sommerpause, zumindest mal eine Woche. Es geht wirklich darum, was fühlst du, was ist in dir los und wie tust du deine Gefühle kund? Also wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Die Königin der Kelche sitzt auf ihrem Thron, alles an ihr scheint zu fließen, ihr Kleid wallt mit den Wassern. Und ein Fuß steht im Wasser und der andere Fuß der Königin steht auf dem Boden. Man sieht auch hier, dass das Kleid von ihr übergeht in diese Steine. Und dieses kleine Stück Land, auf dem sie ihren Fuß stehen hat, das gibt ihr sozusagen die Verbindung zur Erde. Das erdet sie, das gibt ihr Bodenhaftung. Das braucht sie für ihre Tätigkeit. Die Königin der Kelche könnte gut nur mit Wasser, aber da sie helfen will, sie ist die Mediale, sie ist die Heilerin, sie ist die, die wirklich auch sehr aufopfernd ihre Gaben an andere Menschen weitergibt. Sie braucht eben diese Verbindung zur Erde, damit sie die Erdlinge wahrnehmen kann, sozusagen, ja, ein bisschen. Und wenn man sie anschaut, sie sitzt sehr versunken. Sie hält ihren Kelch in den Händen und was sie tut, ist einmal ihn beobachten. Und das ist, wenn man das wirklich anschaut, sie sitzt also hier wirklich sehr versunken und beobachtet ihren Kelch genau. Vielleicht überlegt sie sich, was könnte noch besser sein? Was könnte sie noch besser machen? Wie könnte sie noch reiner werden? Ich glaube, ihre Aufgabe oder sie begibt sich selbst in diese Aufgabe, völlig rein zu werden und ja, vielleicht die Gefühle noch klarer wallen zu lassen. Sie ist auch die Mediale, die mit ihren Gefühlen, mit dem, was sie spürt, was sie ans Licht bringt, hilft. Und das möchte sie, wie man es auch sieht, besonders gut tun. Das will sie perfekt. Und der Kelch, wenn man sich den anschaut, der ist ziemlich groß und schwer. Und für so eine zierliche Person wie die Königin der Kelche ist das sicherlich eine Leistung, diesen Kelch vor sich auf bloßen Händen zu tragen. Der hat relativ viel Gewicht und sie tut das nicht mit dem Körper, sie tut das nicht mit ihrer Körperkraft, sondern sie tut das mit dem Geist, sie tut das mit ihrer ganzen Hingabe ans Leben und an das, was sie liebt und tut oder dazu, wo sie sich berufen fühlt. Es ist ja nachher auch, ich komme nachher auch zur Kategorie Beruf. Und im Rücken hat sie die 10 der Kelche. Und ich zeige es immer gern so, dass man eben auch sieht, wie ich die Karten ziehe. Die erste war die Königin der Kelche, die zweite die 10 der Kelche. Wenn man etwas im Rücken hat, wenn einem etwas im Rücken liegt, dann können das immer zwei Dinge sein. Zum einen ist es möglich, dass man etwas hinter sich lässt, dass man etwas sein lässt, dass man sich mit etwas nicht mehr auseinandersetzt, dass es zur Vergangenheit schon gehört. Oder aber, so wie ich das hier bei diesen Karten deute, dass man sich auf etwas verlassen kann, dass man Wissen angesammelt hat, dass man etwas im Rücken hat, was einen stärkt. Und das sind hier 10er-Kelche. Und das ist der Regenbogen der Kelche, die Regenbogenbrücke. Und der Regenbogen steht ja auch, wer sich mit der biblischen Geschichte der Sintflut beschäftigt, auch für Vergebung von oben. Und da wir alle eins sind, ich bin ein Mensch, der davon ausgeht, dass wir uns in allererster Linie selbst vergeben müssen, dass wir uns selbst frei von Schuld sprechen, dass wir uns selbst annehmen, wie wir sind. Also wir vergeben uns, indem wir anfangen, uns gern zu haben, uns zu lieben, um für uns selbst zu sorgen. Und wenn wir das tun, dann bauen wir eben diese Regenbogenbrücke und dann ist das Leben ein Fest. Hier sieht man ein Pärchen mit Kindern. Kinder stehen nicht immer nur für Kinder, sondern Kinder stehen auch für Neuanfänge. Und wenn man sieht, wie diese Kinder tanzen, dann
ist hier in dieser Woche wirklich sehr viel Freude, Lust und Liebe los. Diese Karte steht auch für Hochzeiten. Also es wird natürlich sicherlich in diesen Jahreszeiten immer sehr viel geheiratet. Also Feste, Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen ein bisschen. Aber die Königin der Kelche, wie gesagt, man sieht sie, beobachtet sie aufmerksam ihren Kelch. Es geht nicht um die Leichtigkeit, der die Tiefe zum Opfer fällt. Also es geht nicht darum, zu feiern und die Sau rauszulassen und sich einfach mal schnell mit Alkohol oder anderen Drogen wegzubeamen und zu kompensieren, sondern es geht wirklich darum, eben diese Erfahrungen, die man gemacht hat und diese Lebensfreude und dieses Klarkommen mit sich selbst, dass dir das im Rücken liegt, dass dir all die schönen Erlebnisse, all das, was du mit dir selbst oder durch dich selbst erleben konntest, dass dir das jetzt ein Geschenk ist für diese Woche und dass du auf Neues, hier auch auf Neues, zugehen kannst mit einer extremen Medialität, mit einem guten Gespür, sagen wir es mal auf gut Deutsch, mit einem guten Bauchgespür, mit einer ganz inneren Stimme, die dir ganz klar sagt, das ist so, verlass dich auf deine innere Stimme. Ja, darum geht es. Und ich wollte gerade noch was zur Brücke sagen. Ja, ich hatte gestern das Wort zum Sonntag, die Verbindungen. Und auch hier wieder, ja, dieser Regenbogen verbindet, er schafft Verbindungen. Und es geht im Gefühlsbereich, also diese Woche auch, darum zu gucken, was verbindet dich mit einem anderen Menschen? Wo könnt ihr eure Gemeinsamkeiten feiern? Weil wenn ihr nur eine Gemeinsamkeit findet und die richtig feiert, dann verspreche ich euch, dann ist richtig was los. Dann macht das richtig Spaß und ja, das Leben ist schön. Das zur allgemeinen Situation. Kommen wir zur Liebe. Ich habe mir hier so ein paar, ein bisschen Equipment auf den Tisch gelegt, weil sonst vergesse ich immer was. Ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen schusselig. Und ja, Liebe. Königin der Kelche steht natürlich nicht nur für Frauen, also wenn du jetzt eine Frau bist und sagst, ja, ich habe jetzt gar nicht vor, mich mit einer Frau zu treffen speziell, aber ich habe vielleicht ein Date oder was, dann steht die Königin der Kelche auch für die weibliche Seite der Gefühle im Mann. Und das ist natürlich immer dann schön, wenn ein Mann wirklich eben auch bereit ist, Gefühle zu zeigen, über seine Gefühle zu reden, Gefühle zu offenbaren, das ist für manche Männer ja nicht so einfach. Und hier geht es wirklich darum, dass die Liebe, so ein bisschen Liebe auf Wolke 7, ja, das ist dieses wirklich miteinander, sich miteinander feiern, sich mitteilen, völlig offen den anderen auch wahrnehmen. Und hier ist es wirklich so, was du spürst, in dieser Woche ist wahr. Also frag mich nicht, wie diese Karten funktionieren. Ich weiß einfach, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, wie die Zeit mir sagt, es ist jetzt reif für diese Karten. Ich ziehe die einfach und ich denke einfach, dass wir kosmisch gesehen momentan eine sehr gute oder Begünstigungen haben für Wahrhaftigkeit und wirklich Gefühle rauszulassen. Und wenn wir selbst ja mit uns selbst ehrlich sein können und wahrhaftig zu dem stehen, was wir gerade empfinden. Ob das jetzt immer positiv ist, ob dir das jetzt immer gefällt, was du empfindest, das ist eigentlich scheißegal. Es geht aber darum, dass du das mitteilen kannst, dass du eben nicht da sitzt und der andere spürt sowieso schon lang, dass du schlechte Laune hast und du tust so, als geht es dir blendend und es ist alles ganz prima. Sondern hier geht es einfach darum zu sagen, hey, das geht mir gerade gewaltig auf die Eier und das... das mag ich sehr an dir oder das finde ich toll und da fühle ich mich so und da fühle ich mich so. Und das ist das, was sie hier tut. Wirklich ihre eigenen Gefühle klären. Und die ist ganz wahrhaftig. Also die macht dir nichts vor. Die sagt vielleicht, wenn es ihr mal zu intim ist, sagt die dir vielleicht, du, im Moment gerade möchte ich nicht darüber sprechen. Ich komme zu einem späteren Zeitpunkt auf dich zurück. Also die wird dir auch keine Antwort schuldig bleiben. Ja, die sagt dir einfach, wie es ist. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass wir uns wahrhaftig begegnen. Und natürlich, das tut manchmal weh. Das ist manchmal scheiße. Da kriegst du einen Stich ins Herz. Und
Das heilt aber auch. Das Schöne ist, wenn du weißt, woran du bist, kannst du weitergehen. Ja? Diese Woche sehe ich jetzt nicht, sehe ich jetzt keine Schmerzenergie. Es geht wirklich um die schönen, gelösten, fröhlichen Energien. Das ist natürlich auch, ist auch ein Kartenpärchen für Menschen, die sich schon sehr lang kennen, die sich wirklich sehr ans Herz gewachsen sind, die sich sehr wertvoll sind, egal ob man sich jetzt immer sieht oder nicht. Diese Karte steht auch für Verbindungen, die sehr große, herzliche und seelische Stabilität haben. Also hier gibt es ein extrem starkes Seelenfundament. Das sind so zwei, die gehen durch dick und dünn, die stehlen Pferde, die können sich streiten und verkrachen. Ob sowas sich fürs Leben trennt, glaube ich nicht. Also das sind wirklich Menschen, die bleiben sich erhalten, egal in welchen Lebensumständen sie sind. Die werden immer wieder schauen, was der andere tut. Ja, also das ist hier wirklich für so ein. Was gibt es denn für Pärchen aus der Geschichte? Bonnie und Clyde? Ich weiß gar nicht. Was gibt es für Pärchen aus der Geschichte? Ja, wenn euch was einfällt, kommentiert es mir doch, die sozusagen die guten und die schlechten Zeiten gemeistert haben und aneinander gewachsen sind. Ich stehe hier gerade auf dem Schlauch. Ha? So, das zur Liebe. Sechs. Ja, ich habe hier so eine tolle Glocke. Weil das letzte Mal habe ich das vergessen. Jetzt habe ich mir das hier hingestellt. Okay. Was ist los in der Kiste? Ich würde sagen, in der Kiste wird es romantisch, sehr romantisch. Kiste hin oder her, das Wetter ist schön, man kann sich in die freie Natur begeben. Auch hier hat man natürlich hier wieder zwei Natursituationen. Es ist hier weniger die Formel 1 der Orgasmen als so vielleicht die Pole Position für seelische Ekstase, sowas in der Richtung. Also wenn man sich sehr nahe steht und wenn man sich wirklich auch sehr viel anvertraut, und das ist hier im sexuellen Bereich eben auch so, dass man sagt, worauf man Lust hat und dann sehr symbiotisch funktioniert, aber nicht zu symbiotisch. Es ist immer noch Reibung da, es ist immer noch dieses auch Beobachten des anderen. Ja, es bleibt eine Spannung. Ja? Es bleibt eine Spannung. Der Regenbogen ist natürlich eine Brücke, aber der Regenbogen hat sehr viel Spannung. Also der Spannungsbogen steht, es wird also spannend, es wird knisternd, es wird spielerisch. Also ja, für alle Kinder, also für alle Kinder, um Gottes Willen. Für die Kinder in euch, die dürfen mal raus und sehr viel Fantasie. Die da, die hat natürlich sowieso die Fantasie mit der Schaufel gefressen, da sie auch sehr medial ist und weiß, was der andere so mag. Also Wünsche von den Augen ablesen und miteinander toben und Kissen schlachten und viel Romantik. Ja, so dieses am nächsten Morgen. Ja, also es werden tolle Sommernächte, nutzt das aus. Es geht auf jeden Fall jetzt mal 7 Nächte so. Und was danach ist, schauen wir dann nächste Woche. Okay. Beruf. Jackie, komm mal her. Komm. Sag mal hallo. Hopp. Hopp. Na komm. Jackie. Die bettelt nämlich. Meine Jackie ist hier unten und die will schon ihr Abendbrot, aber die muss jetzt noch ein bisschen warten, weil es ist ja Sonntag. Ich spreche das ja schon für morgen. Beruf. In der beruflichen Hinsicht geht es auch darum, dass du ganz genau spürst, was jetzt dran ist, dass du dich auf die Dinge, die du zu bewerkstelligen hast in der nächsten Woche, du machst es irgendwie aus dem Bauchgefühl. Vielleicht hast du eine Riesenliste, To-Do-Liste zum Abzuarbeiten, aber irgendwie pickst du dir genau immer das raus, was genau wichtig ist. Und du tust es auch mit einer Lässigkeit, mit einer Freude und mit einer Leichtigkeit, das ist wieder das. Erfahrung hast du ja auch genug und mit sehr viel Liebe. Also ich glaube, dass die Arbeit in dieser Woche sehr viel Spaß macht, dass sehr viel neue Kreativität dazu kommt. Also die ist natürlich auch die Kreative im Beruf, die
wirklich hilft, wenn man mal nicht weiter weiß, wenn es an Ideen fehlt, dann ist die so wie eine, also für mich schriftstellerisch würde ich jetzt mal sagen, die ist meine Muse. Und die bringt mich dann immer so auf coole Ideen. Wenn mir mal nichts einfällt, dann rufe ich die Königin der Kelche und dann weiß ich wieder, dann ist die Schreibblockade wieder vorbei. Und ja, das ist natürlich auch etwas, was man vielleicht feiert. Wenn du dich bewirbst irgendwo, du beworben hast und du kriegst in dieser Woche Bescheid oder wenn es um eine Prüfung geht, Prüfungsergebnisse, hey, ja. Also hier ist wirklich etwas, wo du sagst, beruflich kannst du ein Projekt feiern, einen Abschluss, einen neuen Job, eine Beförderung, eine Gehaltserhöhung. Und das ist etwas, was dich gefühlsmäßig wirklich tief bewegt und tief berührt. Also das ist wirklich eine Freude, die von innen kommt. Ja, Kelche stehen wirklich für ein tiefes Gefühlsleben. Das ist Wasser, das ist nicht so oberflächlich. Das geht wirklich ans Herz. Also es ist wirklich etwas, worauf du dich vielleicht schon lange gefreut hast, worauf du lange hingearbeitet hast. Und tata, jetzt ist es soweit. Ja, das zum Beruf. Ich meine Brille wieder absetzen. Die schöne Brille. Die Quintessenz von der ganzen Sache, jetzt muss ich schnell rechnen. Die zählt 13 und die zählt 10, sind 23. 23. Karte gibt es nicht, also 5. Und 5 ist der Hierophant. Und der Hierophant steht für, ich suche ihn euch jetzt nicht, ich habe meinen Tarot da irgendwo dahin. Der Hierophant steht für höhere Weisheit. Er trägt auch den Schlüssel für höheres Wissen, was man sich erarbeiten muss. Ja, also diese höheren Einsichten, also erarbeiten nicht unbedingt im harten Sinne, sondern erarbeiten, offen sein, offen für neue Erkenntnisse, offen sein, auch mal dem Ego den Mund zu verbinden und wirklich zu spüren und auch mal ohne Konzept zu sein und zu sagen, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine fucking Ahnung, was ich jetzt gerade tun soll, wo es mich hintreibt und auch diese Unwissenheit aushalten. Ich kenne das beim Schreiben. Ich hatte das, ich hatte ein paar Mal eine Krise jetzt innerhalb dieser drei Bücher, die ich geschrieben habe, wo ich gedacht habe, bringt das überhaupt jemandem was, was ich da schreibe? Also auch so tiefe Sinneskrisen, das kenne ich sehr gut und ich glaube, dass die immer mal wieder kommen. Und dann, wenn du dann wieder diese Phase hast, dass du wirklich sagst, wow, ich bin weitergekommen, also weiter im Sinne, ich habe mich wieder so ein Stück weit selbst auf die Welt gebracht. Es hat wehgetan, es hat geschmerzt. Ich wusste teilweise nicht, wofür ich das tue. Ich war ratlos. Ich habe mich wertlos gefühlt oder so. Das kenne ich gut auch alles immer wieder. Und dann bist du wieder so durch den Geburtskanal gekommen. Und darum geht es, diese Phasen, in denen wir nichts wissen, einfach auch mal auszuhalten. Das ist die Quintessenz. Egal, ob das in der Liebe ist, im Beruf oder welche Frage dir gerade auf den Nägeln brennt. Zu diesem Pärchen hier, zur Erfüllung, zum Glück, zum Durchbruch, zum Freudentaumel kommst du, wenn du bereit bist, Leere auszuhalten und zu sagen, die ist nötig, weil wenn ich leer bin, kann mich das Universum neu füllen. So, was haben wir noch? Mensch, Mensch. Das habe ich schon gesagt, das ist ein sehr medialer Mensch, vielleicht ein Heiler. Ein medialer Coach oder ein Freund, der dir wirklich aus den Augen abliest, wie es dir gerade geht, oder der dich noch nicht mal sehen muss, der dich einfach spürt und der dich dann vielleicht anruft oder schreibt und dir sagt, aha, du geht's dir gerade nicht gut, also dem kannst du nichts vormachen. Er hat diese Fähigkeiten sicherlich sich angeeignet, weil er diese Phasen des Auf und Abs selber kennt und weil es vor dem Regenbogen meistens die Jauchegrube gibt, ja, in der man hockt. Und ja, also ein medialer Mensch, ob Mann oder Frau, spielt ja keine Rolle. Die Königin der Kelche steht, wie gesagt, auch
für die Medialität, für die Feinfühligkeit und für viel Mitgefühl auch im Manne. Also das ist hier wirklich ein guter Freund, auf den kannst du zählen. Der geht mit dir durch dick und dünn. Und auch wenn er vielleicht nicht immer für dich da ist, das ist vielleicht so ein Freund, mit dem du nicht so viel Kontakt hast. Aber wenn du ihn wirklich brauchst, da kann er vielleicht in den USA leben, aber wenn du diesen Menschen brauchst, dann ist er für dich da. Das kann ich dir versprechen. So einer ist das. Tipp der Woche. Feiern. Feiern, Glück trinken. Und mit feiern meine ich, feiere dich selbst. Und feiere dich selbst mit anderen. Feiert euch im anderen. Findet euch einfach mal richtig klasse und sagt euch das auch. Da kannst du dich vor den Spiegel stellen und kannst dir mal ein Liebesgedicht vorlesen oder kannst dir wirklich sagen, wie toll du bist. Sag dir mal, wie toll du bist. Sag dir mal die Dinge, die du dir von einem anderen wünschst, selbst vom Spiegel. Mag vielleicht erstmal etwas komisch sich anfühlen, aber wenn du das so 10, 15 Mal gemacht hast, ist das richtig geil. Ja, das ist wirklich toll. Ja, das ist der Tipp der Woche. Feiern, fühlen. Wenn das Ego sich meldet, wenn der Verstand anklopft und wieder irgendwas rational anschauen will, dann sagst du, pass auf, noch 6 Tage, noch 5 Tage, du hast jetzt Urlaub, genieß deinen Urlaub. Ich möchte mich jetzt wirklich mal auf mein Innenleben konzentrieren. So, und jetzt kommen wir zur Buchverlosung. Moment, ich hole mal die Liste. Also, jetzt werde ich den Gewinner von Tarot ermitteln. Und zwar, ich habe mir die Mühe gemacht, hier alle, die mitgemacht haben, die kommentiert haben, auf einen Zettel zu schreiben. Das sind genau 50. So, und jetzt gibt es, da ich natürlich, ich könnte jetzt 50 Zettelchen machen und schreiben. Und jetzt gibt es hier im Internet so ein tolles Ding, das heißt Zufallsgenerator. Moment, den rufe ich jetzt mal schnell auf. Bibelstudium. Ah ja, Zufallsgenerator. Okay. Also das Ding sieht so, das seht ihr jetzt nicht, ein bisschen dunkel. Da kann ich jetzt eine Zahl eingeben zwischen 1 und 50. Ha? Fertig. So, und jetzt muss ich da auf generieren. Macht er was? Ah ja. Deine Zufallszahl ist, also ihr könnt das nicht sehen, ihr müsst mir jetzt da vertrauen, ja. Deine Zufallszahl ist 28. Jetzt gucken wir mal. 28. Gewonnen hat Gabi Etter. Ja, und ich habe wirklich also die genauso abgeschrieben, wie ihr kommentiert habt. Das mache ich jetzt jede Woche so. In der nächsten Woche gibt es wieder ein Buch. Gabi Etter, herzlichen Glückwunsch. Meldest du dich bitte bei mir, ob du eine Widmung da haben möchtest oder nicht, weil vielleicht möchtest du es nicht für dich und möchtest du es verschenken, dann schicke ich es dir ohne Widmung. Adresse schicken und ja, dich kurz bei mir melden und ich freue mich dann, falls du es selbst liest, wenn ich dann eine Rezension von dir bekomme. Und für alle, die gar nicht wissen, wie es funktioniert, also das ist ein Orakelbuch, du brauchst keine Tarotkarten legen, sondern du kannst einfach eine Frage stellen. Wenn du jetzt zum Beispiel wissen möchtest, wie denkt mein Nachbar über mich oder mein Schwarm oder was auch immer, mein Chef zum Beispiel, wir probieren es mal aus, dann konzentrierst du dich, okay, und dann schlägst du das Buch an einer Seite auf und gehst jetzt zum Beispiel hier, weil ich will ja wissen, was denkt ein anderer über mich, gehst jetzt hier zum Gedankenscanner. Ich lese euch das mal vor. Du hast Temperament, bist forsch und engagiert. Feurige Ideen spuckst du am laufenden Band. Niemand kann dich stoppen. Kannst du halten, was du versprichst? Wie lange wohl dein Akku reicht? Was ich felsenfest und sicher weiß, du bist ein... Ha, der Film hat einfach abgestellt, habe ich jetzt gemerkt, beim nochmal anschauen. Also, das hieß...
was ich felsenfest und sicher weiß, du bist eine Bereicherung fürs Leben. Schön, dass es dich gibt. So, also, das Buch geht an Gabi und in dieser Woche gibt es wieder ein Buch. Einfach unter diesem Video kommentieren, wenn ihr mitmachen möchtet und ja, wenn euch sonst noch irgendwas einfällt, was ihr mal wissen möchtet, was euch interessiert über Tarot, schreibt es mir doch einfach drunter. So, na dann, wünsche ich euch viel Spaß im Beruf, in der Liebe und in der Kiste. Tari, tara, taro. Tschüss. Alles Gute.